Moin Moin und willkommen zurück zu Uncharted 4. Wir sind jetzt alleine wieder auf uns gestellt, suchen unseren Bruder, der meint, er müsste unbedingt den Schatz doch finden. Und ja, wir müssen ihn retten. Scully und meine Frau sind anderweitig beschäftigt. Schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Oh, nicht hoch auf jeden Fall. Hoch ist immer gut. Okay. Wie hoch, ne? Okay. Darüber. Und hier geht's weiter rein. So, wie wir wissen, ist mit dem Rape ja auch nicht zu spaßen. Der knallt uns einfach mal über den Haufen. Mal gucken, wie weitergeht. Hey, was ist das? Fußspuren. Sam! Können die von Sam sein? Er ist hier längst wieder? Verdammt! Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Muss noch rein? Mal zu dem gruseligen Berg, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja, morgen werde ich über all das lachen. Ah, man weiß es nicht. Oh. Nicht die Klippe runterstürzen hier. So. Hoch hier. Come on. Ah, da geht's rüber. Oh. Der ist schon cool nassen, Drake. Aber. Wo wir hin müssen. Dann mal los. Noch mehr Spuren. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Das kann nicht sein. Ach, guck mal da. Da ist ein Ding hier. Wie heißt das? Okay, warte, dann muss er rauf. Oh, komm schon, wo ist der hin? Naja, muss er da hoch irgendwie. Einfach schwingen. Dann springen wir da ran. Woanders kann er ja gar nicht hin. Ist ja auch cool, immer wieder hier zu kraxeln, aber irgendwie will man doch irgendwann das mal geschafft haben, oder? Wow, das war ein hoher Sprung. Mehr Fußspuren. Naja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Jetzt kann ich... Ja. Mal darunter. Ups. Darüber? Okay. Ah, verdammt nochmal. Vor allem ist er hier auch bei jedem Sprung ärgerlich, wenn du denn doch. Huch, Entschuldigung, wenn du denn doch irgendwie. Na, sag schon, in die falsche Richtung gegangen bist, musst du den ganzen Weg zurückkraxeln. Nervt ja auch ein bisschen, oder? Aber ich hab immer keinen Bock so. Achso, warte. Ah, geht's runter. Okay. Oh, was ist das? Naja, das wird nicht von ihm sein. Das wäre jetzt ein bisschen Quatsch. Oh, da sitzt jemand da oben. Von ihm hier vielleicht. Durchgucken? Oh, das ist Bernds Enkel. Hm. Lesen wir mal. Obwohl ich Hayes Kugel erfolgreich aus meinen Oberschenkel entfernt habe, eitert die Wunde und das Fieber hat mich nachher nachgelassen. Ich möchte unbedingt sehen, was sich im Berg befindet, aber der Schmerz ist unerträglich. Und ich muss mich ausruhen, wieder zu Kräften zu kommen. In diesem Moment der Ruhe beschleicht mich ein Gefühl des Zweifels. Hätte ich die Männer nicht dafür bestrafen dürfen, dass sie den Vertrag mit mir gebrochen haben? Ich habe mein Leben der Suche nach diesem Ort gewidmet, um Averys Schatz zu finden. Und ihren Taten hätten mich beinahe meines Schicksals beraubt. Nein, mein Vorgehen war gerechtfertigt. Heute Abend ruhe ich mich aus. Das Fieber wird schon nachlassen. Und morgen werde ich die Reise meines Großvaters beenden. Wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich meine Erlebnisse niederschreiben. Ein Buch von Jonathan Burns, das in der Bücherei neben den größten Abenteuern der Welt steht. Im schlimmsten Fall verliere ich dieses Bein. Aber letztendlich werde ich ein erfülltes Leben haben. Und Claire wird endlich stolz auf mich sein. Naja, so war's wohl nicht. Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Hattest es fast geschafft. So ein Mist. Eben nur fast. Fußspuren. Mehr Fußspuren.
Aber wir kommen näher, würde ich sagen. Ich dachte, jetzt kriege ich gerade eine gezwirbelt, weil es ja so eine komische Kameraeinstellung war. Tja, so. Dann mal rein. Hey, Sam! Okay, diese Brücke sieht vielversprechend aus. Oder auch nicht. Na? So, da wären wir. Okay. Na los. Sam! Oh, verdammt! Verdammt! Okay. Würde doch anders sein. Wäre sonst auch so einfach gewesen. Oh Mann. Oh, ich schwöre dir, Sam, wenn Rafe und Nadine dich nicht töten, tue ich es. Okay, jetzt geht's. Da geht's runter, aber nicht wirklich runter. Ich muss da rüber, ne? Wie komme ich denn da rüber? Jetzt mal runter. Also runter. War nicht so tief. Also wie ein Drache drin wohnt oder irgend sowas. Oder? Sind doch wirklich Geräusche. Das ist schwerer, als es aussieht. Okay, jetzt wird's... Na, okay, pass auf. Ich kann das schaffen. Oh, verdammt! Okay, ich hätte mehr besser schwingen sollen wahrscheinlich. Naja, kann mal passieren. Ja, verrückt. Weiß ich auch nicht. Schon ein bisschen crazy, dass er es schafft immer. Gehen wir hier runter. Ja? Oh mein Gott, das ist Avery's Schiff. Okay. Entschuldigung. So. Schwingen. Oder kann ich mich nur ins Wasser plumpsen lassen? Ein bisschen hoch fürs Wasser, oder? Gibt es noch einen anderen Weg? Nach oben. Okay. Ich dachte schon gerade, ich müsste hier runterjumpen, aber hier gibt es noch einen Weg nach oben. Okay. Okay. Oh, Scheiße! Das war viel zu knapp. Das ist die ganze Zeit nur knapp, du Affe, ey. Ganz im Ernst. Das ist wohl mein Weg runter. Oh Gott, komm schon! Ja.
Er ist ein Highlight. Der Nathan Drake. Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Ich glaube kaum. Wahrscheinlich hat er einen trockenen Weg genommen. Okay. Mal gucken, wie er rausgeht. Und da? Und da? Da kann man nicht hoch. Da kann man auch nicht hoch. Darf ich hoch? Ja, ne? Wie du das? Da geht's nicht längs. Da hinten sieht aus wie ein Tunnel. Gehen wir da rein. Oder müssen wir irgendwo tauchen gleich? Muss auch sein. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo durchtauchen, ne? Gucken wir mal, ob es da hinten irgendwo weitergeht. Hier liegen wir ein paar. Ja, okay. Da geht's im Tunnel. Da tauchen wir mal durch. Durchschwimmen und tauchen. Fertig? Oh. Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben, umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Oh. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Na, sorry, wer bezahlt man. Die Leute? Wer bezahlt die Leute? Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich. Und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam, oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Alter, dem würdest du doch nicht mehr vertrauen jetzt. Nächstes Mal würde ich den einfach erschießen, ey. Beziehungsweise erschießt mich aber schon beim nächsten Mal. Tja, hab ich alles mitbekommen, denn ich bin ein cooler Typ. So, mal. Noch nicht. Muss nur da raus. Ich glaub, ich kann nicht hoch, ne? Ja.
sehen, was du auf Lager hast, Captain Avery. Das Ende eines Diebes, okay. A Thief's End. Ja, wir kommen wohl der Sache näher. Wie kommen wir jetzt da rüber, ist die Frage. Hiermit? Einfach rüberschwimmen. Das geht auch, oder? Ach, Scheiße. Shoreline, würde ich sagen. Aber kann es auch egal sein, denn Shoreline interessiert uns im Scheiß. Wir wollen ja nur unseren Bruder finden. Das ist mein kleiner Schatz. Ein Anblick. Da ist der Schatz. Tja. Verdammt. Aber den werden wir wahrscheinlich nicht holen, das behaupte ich mal. Oh, das sieht doch nicht gut aus. Alter, wie viel Gold der Pirat hat, oder? Sam! Hey, Nate. Wo ist Sam? Oh, er ist da. Sam? Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Dave, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Ja, damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du, sie aufzuhetzen? Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder. Ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Oh oh. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Na ja. Sieh mal darüber. Nadine, hör auf. Himmel! Ich sagte, sieh hin. Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Das sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Tja. Schön für sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! So, jetzt müssen wir prügeln bei den Atem. Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Oh. Okay, komm.
Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen Nate, sind. Nate, halt die Klappe! Im Ernst, Drake, das ist Irrsinn, sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Oh. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Nathan Drake! Oh nein! Okay, das war dumm. Ich dachte, ich könnte ihn auch angreifen, aber das kann ich. Ich kann anscheinend nur ausweichen. Okay, dann weiche ich nur aus. Geht ja auch. Langweilig zwar, aber... Im Ernst, Drake, das ist Irrsinn, sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Ah, verdammt. Alter! Verdammt! Verflucht! Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Oh. Ah, ich schnell ausweichen soll, okay. Komm schon, Ray. Hör auf. Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Ray, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Oh, du Kopf noch. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden, und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Es reicht! Okay, jetzt sind wir beide bewaffnet. Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. So ist richtig. Kannst du mit Schwertern umgehen? Ja, mit der Spitze zustechen, richtig? Oh, das wird sicher lustig. Ach, oh. Okay. Ah, wie alt hast du, Penner? Oh. Ausweichen! Oh. Parieren! Los doch! Ja, warte, kriegst du gleich noch einen in die Fresse. Komm schon, Nate! Oh, takt! So trägt! Oh! Oh nein! Shit! Oh nein! Du hast dich geschnitten, ne? Halt! Still! Doch, du machst es zu lang! Oh nein! Nein! Falscher Knopf! Warum musst du dann auch zögern, du Affe? Oh Mist! Das Schwert ist noch scharf! Mist, ey, der ist echt tapfer, der Typ. Oh.
Okay. Das könnte etwas wie. Ja, aber nicht für mich. Oh. Komm schon, Legende. Komm schon, Nate. Oh. Von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Ich hole jetzt meinen Bruder und dann gehen wir. Ja, du musst ihn töten. Wenn du mit dem Schiff verbrennen willst, gerne. Du hast mich. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan Drake. Nathan! Oh. Nein! Du weißt einfach nicht, wenn man aufgibt, hm? Das ist... Shit! Okay, das waren natürlich die Kulten. Alter, ich muss hier aber auch schnell reagieren gerade. Nochmal. Was? Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut! Ich will nichts geschenkt. Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert bekommen. Alles! Bis auf das! Das habe ich mir verdient. Oh oh. Das alles. Den Schatz, Rafe? Er gehört dir. Boom! Matti! Heilige Scheiße! Na, kriegen wir da raus? Komm, schaffen wir dich hier raus. Ich versuch's! Es ist zu schwer! Versuch's nochmal! Das ist zwecklos. Versuch's. Zwecklos. Verdammt. Hör mir zu. Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, Sandal. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Nein, es muss einen Weg geben. Nathan, du musst hier weg. Was muss ich sagen? Du musst hier weg! Komm schon, Nathan. Ich muss wissen, dass du's geschafft hast. Mist. Der ganze Land fliegt gleich in die Luft. Komm, eine Kanone oder was hast du da? Das ist es. Ich mach's gut. Vertrau mir. Halt den Kopf und... Ja, Wasser reinlassen. Gute Idee. Los, na los. Du bist absolut verrückt, Mann. Sag der Richtige. Komm. Ja, wieder raus. Achso, wir kommen raus. Das ist unser Ausgang, Nathan. Na los! Weiter! Naja, es sollte ja möglich sein, den Schatz wieder zu holen. Die sind ja eh alle tot hier. Und da nachher noch mal reingehen, auch wenn der Schiffwrack untergeht, ist das ganze Gold ja noch da. Und sie wissen ja, wo das ist. Scheiße! Oder nicht? Also, müsste man doch eigentlich noch mal schaffen. Aber
Obwohl jetzt, naja, jetzt alles zugeschüttet hier ist natürlich ein Albern. Sam, nicht anhalten! Nicht anhalten! Komm schon! Ah, ist ein bisschen doof. Aber man könnte da mit der Bergungstruppe nochmal reingehen und die ganze, das ganze Gold holen. Das sollte möglich sein. Ach du Scheiße! Oh, Nate! Nate! Hey! Bist du okay? Hey, hey Sully, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich hier. Langweilen sich doch bestimmt jetzt. Wenn du immer so Abenteuer gelebt hast. Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors. Hey, was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, er war. Du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also. Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum das bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, ja. Aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal, wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja, ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Feuer. Ja. Und, Victor, was steht jetzt an? Na, gehen die beiden los? Also, bevor ich hier reingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Gefährlich? Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Ich weiß nicht.
Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt ein Mann nach Hause? Das ja nicht. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Ab ins langweilige Leben wieder. Sichere, aber langweilige Leben. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, ne? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir... beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein. Ich glaube, ich brauche mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann! Hey, morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh. Okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier draufgehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Richtig so. Aber von jetzt an läuft alles nur noch 100%ig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich.
Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Ach, Quatsch. Was? Nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde vollauf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich vollauf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Hör zu, ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Hand-Augen-Koordination ist viel besser. Echt. Will nochmal Crash Bandicoot spielen? Hast du etwa Angst? Da liegst du ja sowas von daneben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das. Okay. Schön. Bin dabei. Oh nein. Muss ich nochmal spielen? Ach shit. Ich dachte, es war ein Spaß, aber nee. Oh, ich hasse Crash Bandicoot. Extra Leben. Habe ich nicht mitgenommen, oder? Oh. Checkpoint. Okay. Jetzt sammle ich zu wenig ein, aber naja, was soll's. Oh, Mist. Shitty Bing Bang. Die Äpfel mit hier nehmen. Crash Baby Cat, hasse dich. Du hast jeder Penner damals gespielt auf der PlayStation, aber trotzdem fand ich es irgendwie nie so richtig super. So, den Punkt habe ich noch. Hat das gereicht? Hm. Leider nicht. Aber was soll's? Oh, da ist sie wohl ein bisschen jünger. Der Hund sieht mal gar nicht cool aus. Sieht mal schäbig aus. Wo bleiben die? Also Hunde können die nicht. Epilog, okay. Hm. Aber den Epilog, den spielen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.